Wie wir wissen, ist die Erde Kurawiya. Okay, gut. Jetzt gibt es ja momentan sehr viele Angriffe von christlichen Missionaren, mit denen sie 12- oder 13-Jährige durcheinander bringen wollen. Ja? Und da gibt es dann jemanden, der behauptet, guck mal, die Muslime, die sagen, man soll Richtung Qibla beten, Richtung Mekka. Aber das geht ja gar nicht, sagt er. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Mexiko bin, hier ist Mexiko, da. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Mexiko bin, ja, und ich bete Richtung Qibla, also in diese Richtung, dann bete ich ja ins Weltall hinein. Ja, verstehst du? Also das heißt, ja, du lachst, so Banane sind die geworden. Dann betest du ja ins Weltall. Ja, dann betest du ja gar nicht Richtung Qibla, sondern ins Weltall. Da kannst du ja gar nicht Richtung Qibla. Das heißt, Schlauberger hat gesagt, gut, dass ihr lacht, Schlauberger hat gedacht, wir müssen die Kaaba treffen. Aber jeder, der sich etwas damit auskennt, weiß, der Befehl ist dazu da, um eine Ordnung, um eine Richtung zu haben. Nicht, weil wir die Kaaba treffen müssen. So ist zum Beispiel jemand, der in einem Raum eingesperrt ist. Nehmen wir mal an, jemand ist in einem Raum eingesperrt, er weiß gar nicht, wo die Qibla ist. Es ist stockdüster. Gibt seine Regel. Fatakullah, mastatat. Und fürchte Allah, so gut ihr könnt. Aber man betet in diese Richtung. Oder sagt der Flieger, der Pilot, der Richtung Malaysia fliegt, sagt er dann, oder sagen wir mal hier, ein Pilot aus Mexiko, der fliegt jetzt Richtung Malaysia, dann sagen die dem, so und so viel Grad östlich. Sagt ihr dann, ey, seid ihr bescheuert oder was? Da fliege ich doch ins Weltall hinein. Das heißt, es geht um die Richtung. Was ist zum Beispiel an der Kaaba? Gibt es 3 Etagen. Und bei der Etage, es geht nicht darum, die Kaaba zu treffen. Wenn ich oben in dem Hotel drin bin und bete meine Sunnah-Gebete, bin ich über der Kaaba. Wenn ich irgendwo auf einem Gebirge bin, bin ich über der Kaaba. Und bete darüber. Es geht nicht darum, die zu treffen. Es geht darum, sich in diese Richtung auszurichten. Nichts anderes. So. Jetzt wird er natürlich, jetzt kommen, dann kommen natürlich noch die ganz Schlauen. Ne? Die ganz Schlauen kommen dann sagen, ja, wo betet ihr hin, wenn ihr auf dem Mond seid? Oder auf dem Mars? Was sagen wir dem? Wir sagen denen, ja, die Frage kann ich momentan leider nicht beantworten, weil es ist ja gerade Corona und TUI hat momentan keine Flüge Richtung Mars und Richtung Mond. Aber wenn es da soweit ist, dann frage ich unsere Gelehrten, in welche Richtung wir dann beten werden. Aber höchstwahrscheinlich, weil Allah im Koran sagt, fatakullah was da tat, um Richtung Erde. Aber wenn man uns angreifen will, dann packe ich halt mal die Bibel aus. Okay? Packe ich mal die Bibel aus. Ich habe hier eine Bibel von damals, das ist nur das Neue Testament, ja, zum Verbreiten mit Geschichten von Sportlern. Ja? Und hier ist zum Beispiel in Lukas 4, Vers 5. Jesus war im Gebiet von Palästina, also hier, ne? Isa alaihi salam. Da steht Lukas 4, Vers 5. Dann führte ihn der Teufel führte Isa auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir gehört die Welt und ich schenke sie, wem ich will. Deswegen sagen einige Christen, sagen deswegen, der Satan ist der Herr der Welt. Jesus hat ihm hier nicht widersprochen. Aber jetzt, er zeigte ihm alle Reiche der Welt. Ich habe extra 3 Bibeln mitgebracht. Erste Bibel steht auf einem Berg. Zweite Bibel steht auf einem Berg in Klammern. Dritte Bibel, Berg steht nicht mehr drin. Aber das Coolste ist, ich bin gerade hier im Büro und bei der Street-Dawa haben die Missionare denen eine Bibel gegeben auf Arabisch und auf Deutsch. Und das ist genau, guck mal, Subhanallah, Qadarallah. Und das ist genau die Bibel, die sie als die authentischste Bibel sehen. Hier steht es nämlich.
Das gesamte Neue Testament in der arabisch-Van Dyck-Bibelübersetzung sowie der Elberfelder Bibel. Das ist die Bibel, die Sie, diese Mission, evangelikalen Missionare, haben. Guck mal, ist das nicht krass? Ich brauchte gar nicht danach zu suchen, ich habe sie heute gefunden. Und guck mal, was da steht! Guck mal, was da steht. Lukas 4, Vers 5. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und auf Arabisch, für die, die Arabisch können, ثم أسعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. Genau das steht dort. Er führte ihn auf einen Jebel. Jebel heißt auf Arabisch Jebel Alin, hoher Berg. Okay. Und dann zeigt er ihn von dem hohen Berg alle Reiche der Welt. Okay, okay. Wir nehmen euren Maßstab, liebe Missionare, die ihr die 13-Jährigen durcheinander bringen wollt. Okay. Wir müssen erst mal gucken, wie hoch der Berg war. Und ich will mich bei allen Christen entschuldigen, die sich friedlich uns gegenüber benehmen und nicht irgendeinen Quatsch über unsere Religion erzählen. Ich möchte mich nicht über sie lustig machen. Es geht mir um die Leute, die so einen Quatsch erzählen und so versuchen, jugendliche Muslime, die keine Ahnung haben, von der Religion durcheinander zu bringen. Damit man Bescheid weiß. Okay, aber stellen wir die Aussage auf die Probe. Er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche des Erdkreises. Maskuna. Maskuna ist bewohnt, was bewohnt war zu der Zeit. Okay? Hier ist Palästina. Stell dir vor, der Berg ist so hoch, bis ins Weltall. Hier ist Mexiko. Hier war das Reich der Maya gewesen, zur selben Zeit. Das Reich der Maya war eine gewaltige Hochkultur gewesen. Das heißt, die Autoren der Bibel sind davon ausgegangen, dass die Erde eine Scheibe war. Und das beweist dieser Vers ganz klar und eindeutig. Es ist ein ganz klarer, eindeutiger Widerspruch. Es konnte keinen Berg geben zu dieser Zeit in Jerusalem, von dem man alle Reiche der Welt gesehen hat. Oder kam Iblis mit einem Laptop und hat ihm dann im Laptop alle Reiche der Welt gezeigt. Es ist ein klarer Widerspruch. Allah, für diejenigen, die die Wahrheit wollen, Allah hat uns den Weg zur Wahrheit klar gemacht. Und es ist sensationell. Jedes Mal, wenn ich irgendwie etwas widerlegen will oder so, stolper ich auf einmal, man kann sich das vorstellen, stolper ich auf einmal auf das Buch hier. Das haben sie denen am Infostand gegeben, damit auch keiner danach irgendwie erzählen kann. Aber wahrscheinlich, ihr müsst damit rechnen, in ein paar Jahren ist das dann wieder umgeändert worden, die Übersetzung. Macht euch keine Sorgen. Deswegen sammle ich die Sachen immer, damit ich dann zeigen kann, wie sich die Übersetzung verändert. Genau wie sich hier hoher Berg in Klammern, dann hoher Berg nicht mehr da und so weiter. So ergibt sich das meistens. Das ist das, was wir andauernd erleben. Praise my Lord to the day I'm old. I praise Allah till I can no more. I'm gonna praise my Lord to the day I'm old. I praise Allah till I can no more.